Rambazamba, wir wollen gar nicht lange schnacken. Es scheint so loszugehen. Da wurde ich überrumpelt. Aber diesmal ist man ganz pünktlich da. Also, willkommen zurück, nachdem es doch früher reingeht. Attex gegen Viperio. Das Team haben wir schon gesehen. Also ich auf jeden Fall gegen Zero Zero Nation wurde dort zerlegt. Klar würde ich vielleicht Zero Zero Nation etwas stärker schätzen als Attex auf dem ersten Moment, aber man weiß es nicht. Es ist halt alles Best of Ones. Viperio steht auch aktuell mit 0-2 in der Gruppenphase da. Haben gerade gegen Eagles auch verloren. Auch gerade ein bisschen bitter für die Jungs. Deswegen wäre es natürlich gut für den Attex, wenn man hier schon mal den Sack zumachen kann gegen Viperio. Weil damit stehen die 0-3 und hätten ein ganz schlechtes Outcome. Und da würde man auf jeden Fall ganz klar die Chance auch verbessern. Also mal schauen. Aber Regan ist on site. MMS auch. Freeze aber schon zur Stelle. Perks mit dem Frag. Cody mit einem. Jetzt läuft 3 gegen 3. Jetzt muss man nur noch hier den letzten auf dem Spot rausnehmen. Macht man auch. Pandio ist weg. Und damit geht es hier in ein 1 gegen 3 für Zodi. Gucken wir, ob Zodi noch was machen kann. Gegen Panix, Perks und Freeze. Wenn er sich zeigt, werden alle aus jeder Ecke einmal sich zeigen und auf ihn einstürmen, meine Lieben. Jetzt geht's los. Bop, 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 überall. Keine Chance. Von überall kommen einfach die Frags. 1-0 Pistol. Geht an, alter Attex. Das ist wunderschön. Da freut man sich doch. So direkt rein zu starten in diese Partie. Und Attex kann mit einem guten Gefühl wieder reinstarten. Im Vergleich zu, ja, davor, dem guten Ancient. Da wurde man ja wirklich von Rebels Gaming gut zerlegt. Muss man leider so eingestehen. Deswegen, schön, dass ihr alle noch da seid. Schön, dass ihr da oder gerade ankommt. Spamt gerne das Logo rein, wenn ihr reingefolgt habt. Immer wieder nice. Es gibt die Full Echo drüben und Freeze sieht alle. Jetzt kann man eventuell direkt schon die Bombe rüber rotieren lassen. Sieht auch rückwärts, wo du das an. Freeze wird gepusht. Freeze wird überrannt. Auch die Bombe muss natürlich mit allen möglichen Hand und Fuß mitgenommen werden. Schnell auf den B-Spot rauf. Und planten. Und es sollte das 2-0 sicher sein. Man gibt die MAC-10 ab. Okay. Ist nicht so schön. Aber ist auch vertragbar. Ich darf auch... Ich denke, Azek wird es jetzt hier regeln. Nummer 1 hat er. Nummer 2 will erstmal nicht. Es wird nach vorne gepusht. Nummer 2 kriegt er auch nicht. Also da auch Schwierigkeiten. Jetzt hat man nochmal Galil. Und die Galil jetzt abzugeben, ist doch ein bisschen eklig. Und damit haben hier Viperio auf jeden Fall ein relativ gutes Outcome geholt, sogar nochmal an dieser Full Echo. Kann man mitleben. Los geht's. Jetzt bin ich gespannt. Wichtige Runde hier für Attex. Erstmal die erste Waffenrunde rauszunehmen gegen Viperio. Die sind heiß. Die eine Hero Galil hat man behalten. Die MAC-10 hat man weggeschmissen. Jetzt haben sie natürlich trotzdem plus 4 M4s. Keine AWP. Ist noch gut für uns bisher. Hoffen wir natürlich, dass so ein Boost jetzt hier keinen Erfolg hat. Aber anscheinend schon. MMS holt sich Azek. Pedex aber sofort mit dem Refact gegen Regan. Und ist gar nicht so schlecht. Aber Pandito ist ready. Freeze einfach ganz frech hier durch die Smoke. Wollte überraschen. Wird direkt dafür bestraft. So, die Fight gegen Panix nochmal hier an dieser Holzwand. Und eine Granate Richtung Panix. Da geht viel rein. Muss ein bisschen zurückziehen. Vorteil für die CTs. Die Frage ist halt jetzt, wird man weiterhin den B-Spot anspielen, weil man halt hofft, aus Sicht von Attex, durch den aggressiven Play und den Verlust von Freeze, dass man denkt, okay, die werden jetzt alle Richtung A rotieren. Im Endeffekt wäre das genau der richtige Call, weil irgendwie scheint Viperio das zu denken. Und Attex lässt sich darauf gar nicht ein. Die gehen hier ganz klar davon aus, dass es der Spot wird. Die wollen hier den B-Spot angreifen. Eine Mollo, eine Flash und eine Granate hast du noch. Also du hast gar nicht mal mehr eine Smoke irgendwo rumzuliegen. Und für Info geht man nach vorne. Vielleicht kann man jetzt ein bisschen was machen.
Jetzt geht man nochmal durch die Smoke. Das Timing ganz unlucky. Da gibt es die Flash. Goody mit dem richtigen Frag. MMS noch on Zeit. Hinter der Pille. Aber der Goody mit dem Double. Super wichtig. Jetzt schnell planten. Weil man hat halt einfach keine Smoke. Man hat keine Smoke. Man plantet. Na, oder? Das sieht nicht gut aus. So, die kommt ruhig. Jetzt kommt der Plant. Hat man noch eine Granate? Hat man auch nicht auf Seiten der CTs. 2 gegen 3. Attacks mit dem Vorteil auf einmal. Schön gedreht hier. Dank dem Double Frag von Goody. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bloß kein Retake. Aber so, die schöner Boost. Macht den ersten. Goody mit Panix zusammen. Wäre natürlich gut, wenn man diesen Doppelgänger gut was machen kann, aber es sieht gut aus. Man macht es ganz stark hier. Zu zweit holen sie sich alle drei Spieler. Die Perio cleart das hier ohne Probleme gegen 3. 2-1. Schon bitter natürlich jetzt so die Runde abzugeben, aber man muss ganz klar sagen, man hat diesen Boost hier an der CT-Wand super gemacht, super ausgenutzt, alle Spieler bestraft. Panix hier zeigt sich zuerst, vielleicht hätte der Low-Spieler sich zeigen sollen, ich weiß es nicht, damit der Repick kommt, aber schwierig oder zugleich einfach. So ist es halt. Egal, Plant war durch, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Gibt es direkt 3 Galils. Und 2 AKs, also alles noch gut. Jetzt muss Attex bloß einfach wieder Punkte machen. Damit wir hier weiter nach vorne schauen. Frage ist halt, wie down ist Viperio, dass man jetzt schon 0-2 hinten liegt. Wäre natürlich gut für uns, wenn ihr Momentum komplett im Keller ist, aber die dritte Runde hat gezeigt, die haben Bock. Und wollen die ganz klar auch Punkte machen. Die wollen hier ganz klar auch mit nach vorne spielen. Mango gegen 2. Mango gegen Freeze. Und Freeze hat ihn früher gesehen. Sprayed vor. Holt sich den ersten Frag. Wieder kleiner Vorteil erstmal. Panix einer Bombe. Natürlich ein bisschen unglücklich, wenn der jetzt da ins Duell gehen sollte. Jetzt geht's weiter nach vorne auf den Spot. So, die wird jetzt hier von beiden Seiten überrannt. Auch Goody wieder mit dem nächsten Frag. Nochmal absmoken Richtung CT. Jetzt ist es das Duell zwischen Perks und MMS. Perks. Oh, clean, Junge. Ganz stark. Und damit sind sie nur noch zu zweit wie Perio. Chancenlos hier in Runde 4. Die können safen gehen. Rückwärtsgang bei Regan ist bekannt. Bandito, auch schon auf dem B-Spot natürlich die ganze Zeit unterwegs. 3-1 Attex mit der nächsten Runde. Sehr, sehr gut. Soweit für Attex. Und ja, ich würde sagen, damit geht man bei Viperio ganz klar. Ich wollte Tab das drücken, kann ich. Clean Feeds, ist nicht meine Welt, ey. Man wird natürlich, wir sehen es am Geld, reinkaufen bei Viperio. Wobei es die zweite Runde ist, wieder Loser-Bonus. Ne? Also man könnte auch jetzt nur leicht reinkaufen. Man sollte ganz schön viel Geld bekommen. 2,4? 2,7? 2,4 so. Ja, 2K sind es nur. Okay, aber egal. Da musst du halt nicht reinkaufen. Also es heißt, Hero M4 zweimal und Voll-Eco, um nächste Runde wieder Waffen zu haben. Bandito auch an der AWP. Oh, man kauft rein. Die sind greedy, die Jungs. Oh! Keine Ahnung, die Jungs. Die hauen richtig nochmal raus. Ja, da sieht man einfach, wie viel man rausholen kann einfach aus diesem bisschen Geld. Es ist immer wieder unfassbar für mich. Ich hätte gedacht, man macht jetzt ein kleines Echo. Um nächste Runde halt dann. Ja, vielleicht ein paar Hero Pistols oder so. Zu den beiden M4s was zu machen. Aber es sieht krass aus. Utility ist auch in Ordnung gewesen. Die Fuse hat man ja auch noch 2. Man will's wissen. Man will's wissen bei Viperio. Aber wenn man das jetzt verliert, wird man ja massiv bestraft. Dann geht's in die Full Echo bei Viperio. Und dann kann Attex hier Runde 4 und 5 klar machen. Auf jeden Fall. Und das lässt man sich schmecken. Und deswegen Daumen drücken für Attex. Die wollen das natürlich erreichen. Die wollen hier den zweiten Sieg heute Abend holen. Um in der Tabelle 2 Siege, 1 Niederlage zu stehen. Und morgen nochmal von diesen 2 Spielen Minimum 1 zu gewinnen, denke ich. Um dann in die Gruppenphase zu kommen. Also ich meine, in die Halbfinals. Avsek und Freeze. Schön gemacht. Schönes Kreuzfeuer. Das Duell von Avsek wird gewonnen. Zodi dafür mit dem Refacking Goody. Bisschen bitter. Jetzt weiß man aber, wo ein CT auf jeden Fall ist. Man bricht aber schon ab. Die Rotation schon wieder Richtung Banane zum A-Spot. Freeze wieder lang. Will natürlich alles auschecken. Jetzt bin ich gespannt. Interessanter Play. Und Viperio lässt sich davon gar nicht beeindrucken. Die bleiben einfach all in. So gefühlt. 2 Leute hier am A-Spot. Einer lang. Freeze. Das muss aufpassen. Freeze. Oh, das Timing. Aber ist da. Er dreht sich wieder zurück. Und haut Zodi eine rein. Damit sind sie nur noch zu zweit. Und einer nur on site. Flash von Perks. Und Mango hier mit der Pistole holt einen. Jetzt muss keinen zweiten holen. Muss man aufpassen. Nochmal guter Damage. Jetzt die MMS pusht hier einfach durch oder was? Panix hat ihn auf dem Schirm. Und dann ist es schön gemacht von Freeze. Abgebrochen, nicht auch geplantet. Super starke Reflexe. Sofort geholfen. Und dann kann man nichts machen gegen die beiden AKs. 4-1. Und Viperio wird jetzt hier in die Full Echo gesteckt.
Ja, okay, ein paar Pistols vielleicht. Aber so ganz leicht. Ganz ein Hauch von der Chance hat man dann da, aber overall glaube ich nicht. Ja, wir sehen eine Double Beretta. 357s und das war's. Eine Hero Nate. Bei Viperio. Attex sollte das Ding klar machen. Der Full Stack auf dem B-Spot ist auch da. Wir sehen es ja alle. Attex weiß es natürlich nicht ganz klar. Aber ich denke, man wird es jetzt gut ausspielen. Einfach so wie The Plane. So wie man halt vermutet, wo Leute sind. Man nutzt seine Utility einfach aus. Dafür ist sie ja da. Wäre ja schon fast zu frech, wenn man ohne spielen würde. Aber der Go-Richtung A passt. Ist wahrscheinlich leichter einzunehmen gegen CTs, wenn sie stacken irgendwo. Falls sie da sein sollten. Deswegen passt es eigentlich mal ganz gut. Wir sehen schon eine Rotation so von Zodi, wie es aussieht. Der ist schon mal auf dem Weg nach oben. Aber nur ein CT bringt halt nicht viel. Jetzt kommen die Executes, jetzt kommen die Granaten rein. Jetzt geht's auf den Spot doch rauf. Und dann wird man merken, hier ist niemand. Kommt, Jungs, let's go, schnell planten. Die Smokes liegen. Und da bin ich gespannt. Hört man natürlich Steps. An der Bank sieht man auch Zodi. Muss aufpassen. Bombe gelegt, noch eine Smoke. Man hat natürlich viel mehr Utility. MMS wird geboostet von Regan, wie wir sehen können. Wenn jetzt vielleicht Panix hier nochmal piekt, wäre dann nicht schlecht. Zodi holt sich Perks, Freeze mit dem Refrag. MMS immer noch geboostet. Muss aufpassen. Aber die Spieler müssen ja irgendwann raufkommen. Sie müssen ja irgendwann planten, um überhaupt was zu machen. Danke für den Prime, Rey Mysterio Jr. Wir gehen raus. Panix. Meins, Panix. Ist es nicht, aber Freeze. MMS oben. Wird gesehen. Jetzt kann man durchsprayen von den Mates. Der wird er noch geholt, der gute Regan. Kommt einfach noch raus, der MMS. Aber er hätte jetzt noch einen Diffuse gewesen. Natürlich krass. Will doch mal unbedingt eine Waffe safen. Will was fraggen, aber ich denke, er geht drauf. Tschüss. Tschüss, MMS. Mach du mal ein Vorwärtssalto. Das war's. Danke für den Prime auf jeden Fall. Das Junior habe ich natürlich reingehangen, aber Way Mysterio. Mysterio, ich kenne halt nur Rey Mysterio Jr. Ne? Damals Wrestling und so. Beste Zeit. Das war noch Zeit. So, 5-1, Attex. Dominiert jetzt doch. Haben jetzt die erste eine Waffenrunde verloren, eine gewonnen. Also gegen die CTs mit Waffen. Jetzt haben sie wieder Waffen bei Viperio. Auch die AWP bei Mango. Schauen wir mal, ob er damit Impact bringen kann oder ob es direkt nach hinten losgeht. Auch Panix lädt die AWP rein. Hat heute noch nicht ganz so geglänzt wie sonst. Also auf dem guten Ancient ging es nicht gut rein. Muss man traurigerweise sagen. Bisschen bitter für Panix. Aber wir wissen alle, Panix ist einfach eine Maschine an der Orb. Der kann das auch. CS2 ist natürlich wahrscheinlich auch für ihn eine Umstellung. Natürlich ganz normal, man muss viel üben, man muss viel trainieren. Wird immer geändert. Die hat es natürlich hart getroffen. Aber mal schauen, jetzt ist es Perks wahrscheinlich hier gleich gegen Zodi. Aber erst bei MMS zählt auf ihn. Muss aufpassen. Oh, die Füße werden gesehen. Panix kommt weg. Kann noch wegspringen. Ozek kann jetzt keinen Frag ziehen. Perks dafür wieder erfolgreich. Pusht hier hoch hier in dem Z-Gang. Und macht den ersten Frag. Jetzt ist vielleicht auch die Möglichkeit. Ozek sieht die Spieler nicht. Den muss man aber gesehen haben. Deswegen kommt die Granaten in die Ecke. Noch eine Molo. Jetzt ist es ganz gefährlich für Ozek. Der kommt dann noch weg. Nein, keine Chance. Man hat ihn einfach gesehen. Er hat leider den Gegner nicht gesehen hier. Badito hatte eine wunderbare Position. Jetzt vielleicht ein Klick von Freeze. Das würde ich natürlich komplett feiern. Da kommt die Granate gegen ihn. Der Spray. Oh, der Damage ist gut. Badito hat nichts mehr. Kommt nochmal irgendwie weg. Da kommt die Molo, aber genau nach unten. Der brennt immer noch nicht weg. Ganz bitter für Attex. Keine Ahnung. Gut, hier hat man auch verloren. Ich weiß gar nicht wo. Ja, da vorne. An den Balloons. Zum Glück hat man ja ein paar Xs auf der Minimap. Macht es etwas leichter auch für mich. Zu sehen, wo ein Spieler gestorben ist. Vorteil erstmal ganz klar hier für die CTs nach dem Frag gegen Freeze sowieso. Phoenix plus Perks. Man kann es klatschen. Man sollte immer belieben. Und bei 35 Sekunden auf der Uhr, puh, wird es auf jeden Fall kritisch. Nice. Nice Mysterio. Nice. Geiler Name. Feier ich. Jeder hat ihn früher gefeiert. Der war so dieser Underdog-Charakter. Ja, die Runde ist vorbei. Die beiden Jungs safen. Deswegen passiert nicht viel. Also empfand ich immer so. Rey Mysterio Jr., wenn der oft reingekommen ist und dann die ganz kleine Schachfigur im Vergleich zu Hulk Hogan oder in dem Fall von, wer war das nochmal? Also Rock, weiß ich nicht, Rey Mysterio Jr. war ja nicht bei The Rock, das war ja, wie hieß der jetzt nochmal der eine? Goldberg, da ist er. Goldberg und Rey Mysterio Jr. waren, glaube ich, nur ein Ding, ne? Waren ja irgendwie zwei verschiedene Dinger damals, ne? WWF.
Und WWE, ich weiß nicht mehr, irgendwie sowas war das noch. Ja, ich meine, die sind ja erst jetzt zusammengekommen, irgendwann, ne? Vor ein paar 10 Jahren oder so. Weil, als wir jung waren, also ich jung war, da waren es so alles getrennt, gefühlt immer. War schon lustig. Waren gerne gesehen dann. Wenn es mal im Fernsehen lief. Da waren die Deutschen immer ein bisschen im Nachteil. Ja, schöne Runde von Viperio, Attack Safe, deswegen, klar, wir haben das Geld, wir kaufen nochmal rein. Panics, Perks, jeweils noch ein bisschen was auf dem Konto. Goody, jetzt mit der Möglichkeit, Perks kassiert auch jetzt hier, genau wie Goody vorher. Der Boost natürlich jetzt hier irgendwie nicht, sondern nur Jumps von MMS für die Information. Man zieht sich hier ein bisschen zurück, nachdem man ein bisschen geschossen hat, eventuell. Jetzt bin ich gespannt. Attacks, gerade so ein bisschen so ein Ideenloch. Letzte Runde schon so ein bisschen. Jetzt die Runde. Das hat sich gerade nochmal nachgeladen. Ich hoffe, alles ist live. Ja, alles sieht gut aus. Deswegen, hoffentlich findet man jetzt eine Lücke. Eine gute Idee, wo man angreift. Es soll wahrscheinlich wieder der A-Spot werden. Man hört, kriegt ja auch mit, es ist hier eine Smoke. Kleiner Boost. Findet aber niemanden. Badito kriegt eine Granate ab, wie es aussieht. Aber MMS, wie man schon sehen kann, auf der Minimap schon eine Rotation Richtung A-Spot. Die eine Smoke hier, die man hier geworfen hat, scheint wohl schon der Auslöser für die Rotation zu sein. Aber auch dann ist MMS jetzt wieder zurückgegangen. Ist jetzt wieder im Window. MR Mango mit der AWP. Muss man irgendwie flashen? Wo ist die Smoke? Wo geht's was ab? Verschießt natürlich jetzt hier keine Chance hier in diesem Double. Jetzt muss man natürlich irgendwie den Close Fight gewinnen gegen Zodi. Der steht ja vor der Smoke. Ganz, ganz eklige Position. Zodi unbekannt bisher. Bleibt hier noch verdeckt. Das muss Perks klären. Ich hoffe, Perks wird das irgendwie checken und direkt rausnehmen. Jetzt gibt es die Molo. Jetzt wird auf den Spot gegangen. Perks macht den Frag. Ganz, ganz wichtig. MMS im Close Fight. MMS muss man rausnehmen. MMS lebt noch und kann den Double Frag machen. Den 3K. Oh mein Gott. MMS zerstört Attacks gerade. Da hat man zu lange gebraucht für die Go. Und dadurch konnten sie komplett rotieren. Bitter für Attacks. 5-3. Die AK wird gesaved. Natürlich kriegt er jetzt kein Geld aufs Konto, leider. Aber er kann hier eventuell nochmal legen für irgendjemand mit seinen 2-9. Und dann ist die Economy komplett bei allen gleich. Aber das tut weh. Das tut natürlich weh für Attacks. Schade. Ganz bitter. Da hat das Quäntchen Action gefehlt. Aber auch natürlich gut, dass die AWP so weit vorne war, in dem Fall Mango. Hat viele Informationen gebracht für Viperio. Und die Zeit war halt schon so tief. Deswegen konnte man auch gar nicht mehr rotieren. Deswegen konnten sie, also aus Sicht von Attacks konnten sie heute nicht mehr rotieren auf einem anderen Spot. Nicht mehr so wirklich. Konnten die CT sehr gut rotieren und sich einen Vorteil erspielt. Jetzt müssen wir hoffen, irgendwo mal einen Klatsch zu holen. Irgendwo den Spieler zu erwischen, der hier einen falschen Schachzug macht. In dem Fall vielleicht Zodi. Und dann ist es vielleicht aber Orsek, der hier gleich Fadito faced. Ich weiß es nicht. Zodi hier noch im Abgang. Zodi macht gar keinen. Oh mein Gott, Freeze. Direkt eine Schelle. Aber sowas von mitgenommen. Der hat ja gar keine Chance gehabt. Es wird runterrotiert. Jetzt geht es wieder Richtung B. Jetzt macht man vielleicht eine Reise nach Jerusalem. Ich weiß es nicht. Regan ist ready. Für kurz hier am B-Spot. Über Monster kann man auch gehen. Aber hat noch sehr, sehr viel Zeit. Eine Minute auf der Uhr. Jetzt noch ein Duell zwischen MNS und Panix. Hätte Panix den geholt, dann wäre das hier nochmal was gewesen. Aber leider auch das klappt nicht. Jetzt ist wieder das 4 gegen 4. Noch eine Smoke, auf Zeit zu spielen. Attacks. Der B-Spot ist... Oh. Was ist jetzt los? Jetzt gibt es hier kleine Probleme. Grüße gehen raus. Hoppa. Das sollte nicht passieren. Hoppala. Hoppala. Schock an der Woche. Ich hoffe, es geht gleich weiter. Das ging aber auch schnell. Keine Vorwarnung. Einfach, bupp, der Feed vorbei. Ich hoffe, die Runde geht an uns noch. Ich weiß nicht, ob das dann zurückgesetzt wird. Ich kann uns auch mal alles angucken. Ich weiß gar nicht, wie stand es gerade? 5-3? 5-3? 5-4? Wie stand es denn gerade? Ich weiß es leider nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob wir die Runde noch zu sehen bekommen. Es ging jetzt gerade echt zu schnell. Kann ich zurückspulen? Ja, man kann nicht zurückspulen. Ich habe nur 20 Sekunden. Live-Action. Ach, schade. Ganz bitter natürlich in dem Moment gelaufen. Ganz, ganz bitter. Ja, keine Ahnung, wie lange die Pause geht. Ich hoffe natürlich nicht zu lange. Okay. Brandon, also ihr solltet auf den englischen Stream auch gehen. Da kriegt ihr auch über alle Informationen. Aber es geht weiter. Oh, wir sehen eins. Etwas ganz Bitteres. Ich krieg Kopfschmerzen. Tut weh. Attacks hat die Runde verloren. Attacks hat die Klatsche bekommen. Es stand 5-3.
Er stand 5 zu 3 und dann stand es 5 zu 4. Und jetzt hat man eine Tag 9 Round. Eine ganz schnelle. Eine ganz schnelle Klatsche vielleicht hier gegen den Gegner. Tag 9 kann immer brandgefährlich sein. Aber wer weiß, ob das klappt. Guck mal, wie viel sich jetzt Viperio traut. Richtig weit offensive Plays auf einmal. Vielleicht ist es auch ein Fehler von Viperio. Aber schnell ist hier anders bei Attacks. Die spielen trotzdem extrem langsam. Da hat man jetzt nicht wirklich Gas gegeben. Jetzt vielleicht aber der erste Frag. Mango ist ready. Sieht den ersten, holt sich Goody. Aber dann ist es Freestyle schon Close Stars. Grüße. Mango raus. Der Bulle hat auf jeden Fall geschmeckt. Da verschießt MNS. Ist bekannt. Jetzt muss man mal gucken. Nochmal AWP für Perks. Man bricht um ab. Oh, das ist stark. Eine richtig kranke Rotation von den CTs. Der Bait hat geklappt. Wenn man jetzt nochmal Richtung B-Spot rotieren würde, wäre das insane. Aber mal schauen, was Attex macht. Ja, WP hat auf jeden Fall Panics bekommen. Vielleicht erstmal einen dicken Shot hier die Richtung Padito geben. Den sieht man halt noch nicht. Jetzt zeigt er sich und BAM! Da ist er auch. Der Schuss, den ich hier sehen wollte, meine Lieben. Panics mit dem nächsten. 3 gegen 4 im Endeffekt. Attex hier Vorteil. Waffen immer weniger. Viperio jetzt im Zugzwang. Müssen offensiven Play bringen anscheinend. Für die Information. Und dann stehen die Pistols da überall komplett da. Regan peekt rein. Auch Regan hat gar keine Chance. Selbst gegen einen nur. MMS nochmal hier auf der Banane. Macht hier Stress. Jetzt Double Peak. Und es ist Ozek mit dem nächsten Frag. Und es ist 2 gegen 1. Ozek plantet. 5 HP bei ihm. Panics ist da, meine Lieben. Panics ist die Bank. Hat die AWP. Zodi. Wir sehen es. Kommt hier von der CT-Base. Könnte es natürlich ganz klar klatschen. Nochmal eine Smoke gelegt. Ozek in die Smoke gegangen. Oh, das ist frech. Wenn er jetzt einfach nur messert. Einfach messern. Oh mein Gott, einfach rechte Maus, der kommt schon. Ozek. Wenn jetzt der Call kommt, dann kann er einfach hinterhergehen. Oh, der geht runter. Der ist da. Was macht Ozek? Der geht die. Ozek ist Richtung Bank gegangen. Jetzt wird er geplärt. Jetzt gemacht, aber Panics regelt das Ding. 4 zu 6. Wir kriegen hier eine Lucky Round mit Detect 9. Super wichtiger Comeback-Round. Und schickt damit auf jeden Fall Viperio schon wieder ein bisschen auf die Bretter. Auf jeden Fall angezielt hier. Guckt es an. Regan, 4K. Aber der Rest nur 2. Okay, Mango auch. Also, wenn man jetzt hier reinforst, wäre das super greedy. Man sollte jetzt lieber hier wirklich safen, Mango eine Waffe kaufen, Regan vielleicht eine MP9 oder sowas, oder eine Deagle, und dann ist gut. Und dann in der letzten Runde nochmal, beim Stand von 6 zu 5, meine Lieben, wir hoffen, es wird 6 zu 5, Entschuldigung, 6 zu 5, Entschuldigung, ich hab gejinxt, also 7 zu 5, was mache ich jetzt hier? 7 zu 4 natürlich, sollte er erst dann wieder Waffen haben, ne? Also, am besten am Ende steht es 8 zu 4 für uns. Katastrophe, was laber ich? Verzeiht mir das, verzeiht mir das! Attex, Gas geben, Perks. Jetzt schöne Granate gegen MMS. Macht nur ein bisschen Schaden, aber die USP sollte nichts machen können. Sie sieht den Kopf auf. Den ersten hat er. Perks findet hier den CT-Spieler. Gucken, ob mehr geht. Perks wartet jetzt hier. Oh, aber Regan, Alter. Was für ein Shot. Und diese Pistol-Round wollen wir natürlich nicht jetzt hier sehen. Attex doch mit dann manchmal teilweise nicht konsequenten Ghosts vielleicht. Lässt sich zu viel Zeit und damit gibt man diesen Freiraum den mit die, für die Pistols. Und das ist natürlich immer eklig. Jetzt hat man wieder zurückrotiert. Hat eine Position, die man schon alles auscheckt, aber vielleicht nicht mitrechnet. Deswegen können wir nur hoffen, dass Regan mit seiner AK nichts machen kann. Dass hier Ozek gleich hier gute Counterfrag sieht. Wichtig von Ozek. Goody ist auch da. Trotzdem steht da immer noch eine AK. Metzweck Padito wird gleich aufheben wahrscheinlich. Gucken wir mal. Aber wir haben noch einen Lurk, den guten Freeze. Und das könnte gut kommen. Von hinten jetzt hier Freeze. Jetzt pusht man hier Padito. Der holt einen, aber zumindest kein zweiten. Dann ist es Freeze jetzt hier. Im 1 gegen 2. Da hört man die Steps schon. Freeze gönnt sich. Numero uno. Wo ist der letzte, ist die Frage. Mango ist hier wieder auf die Rotation Richtung CT-Base. Möchte natürlich den Plan verhindern oder was auch immer. Das sind halt nur noch 10 Sekunden. Man muss jetzt Vollgas geben. Und man sieht hier, der Spieler verrät sich jetzt. Jetzt ist er aber gerade. Aber was war das denn nochmal für eine Schelle gegen Ozek? Aber ist egal. Am Ende reicht es nicht hier, um die Runde zu holen. Den Tees kann es egal sein. Das Geld reicht, um reinzukaufen. Und jetzt heißt es nochmal Gas geben zum 8 zu 4. Das wäre wunderbar. Das wäre ein schönes Halbzeitergebnis auf jeden Fall für Attex auf Overpass. Bin natürlich ganz, ganz doll gespannt auf die CT-Seite, wie die läuft. Eigentlich ist es ja auch so eine CT-Map, würde ich sagen. So, Daumen drücken für Attex. Die CTs sehen eigentlich ganz gut aus mit ihren Waffen. Könnten hier die eventuell die 5. Runde holen. Deswegen hoffen wir ganz klar, dass wir was machen können. Granaten kommen rein. Regan kassiert. Nochmal eine Granate vielleicht.
Würde gut kommen. Wenn wir jetzt wirklich durch die Smoke pushen. Ganz gefährlicher Play. Jetzt will man ihn überraschen. Da kommt die Smoke. Jetzt kommt die Molo nochmal. Oh, stark gemacht. Kein Reflect Pasito mit dem Double sogar noch. Jetzt wird man aufgeraucht wieder am Monster. Die anderen Runden waren eigentlich so gut aufgebaut. Und dann versucht man es wieder am B-Spot. B-Spot ist halt teilweise manchmal super schwierig zu halten. Aber Perks, mach doch mal was auf. Von der Seite kommt aber Zodi mit dem Frag. Nur noch zu zweit. Nur noch Panics und Freeze. Ganz schwierig. Kann man klatschen. Vielleicht kann Freeze jetzt hier zaubern. Oh, Panix, Schleich. Panix, rechts von dir, Bruder. Oh, stark gemacht. Mango ready. 7-5 zur Halbzeit. Kleiner Vorsprung für die Tees. Gucken wir. Aber es geht jetzt auf jeden Fall gleich eh in die Pause wieder rein. Mal gucken, wie lange. Wahrscheinlich 3 Minuten. Lange machen wir auch einen kleinen Break, denke ich. Und dann geht es gleich weiter. Na, wie viele Minuten kriegen wir? 3 Minuten. Das sieht gut aus. Also, bis in 3 Minuten. Und dann geht's hier Rambazamba weiter mit der zweiten Halbzeit hier auf Oberpass. Und ich hoffe natürlich, dass Attex auf der CT-Seite so richtig wegrasiert. Also, bis gleich, meine Lieben. Machen, würde ich sagen. Also, weiter geht's. Vamos, Attex. Genau so sieht's aus. Vamos, vamos. Ich hoffe natürlich, die Regeln jetzt. Zweite Halbzeit, meine Lieben. Zweite Halbzeit bricht an. Attex auf der CT-Seite. Die müssen Gas geben, die müssen die Pistole holen. Das wäre wieder auch ein sehr, sehr gutes Startchen. Ein gutes Zeichen für die Jungs. Und wie es aussieht, geht es Richtung B von den Tees. Man hat eine ganz gute Deckung eventuell. Wenn man jetzt hier einen Split spielen kann gleich. Oh, die Double-Bereiter von Perks ist wieder ready. Sie holt den ersten, zieht sich sofort zurück. Freeze mit einer Smoke eventuell, ich weiß es nicht. Die kommt dann auch, Supportflash ist da. Perks geht weiter rein, man hängt ab von der anderen Seite. Perks im Nacken. Perks ready. Mango mit dem Reflect. Er ist der letzte, 1 gegen 3. Schön zusammenspielen, meine Lieben. Freeze ist alleine. Aber Freeze braucht euch nicht. Der holt das Ding. 8-5. Halbzeitstart gelungen. Kein Plant. Viperio. Wahrscheinlich die Full Echo, um nächste Runde nach Cars zu kaufen. Auch dieses Team hat nicht den Saft, um reinzukaufen. Einige Teams gibt es ja trotzdem, die ganz schön krass dann reinkaufen sofort. Ich persönlich wäre genauso wie Viperio. Ich würde es auch nicht kaufen. Ich würde es auch nicht machen. Sprich vielleicht nicht für sie. Ne? Man hat nicht genug Eier, um Gas zu geben. Wer weiß das schon. Attex sind 2 M4s, 3 MP9s und der Train mit den Glocks erstmal Richtung lang von Viperio. Die wollen natürlich jetzt hier einfach mal außen, soweit wie es geht, ohne Steps zu hören, Gas geben. Orzek ist ready. Genauso wie Panix mit der MP9. Orzek 1. Panix darf auch farmen für das Geld. Jetzt sollte Panix reingehen. Oh, gefährlich. Die Molo ist nicht schlecht. Panix fürs Money. Mal auf Distanz, den ersten. Oh, gefährlich. 4 HP. Holy moly. Gar nicht krass. Also wirklich krass. Kein Vergleich zu CSGO. Die Glocks hauen wirklich rein. Die schallern rein, meine Lieben. Was ich persönlich wieder gut finde, weil es erinnert mich wieder an die alten Zeiten. Die Glock war so crazy. Schön Dreierburst. Rumspringen ins Gesicht. Weg mit dem Gegner. War geil. Dann wurde sie, glaube ich, massiv genervt, weil es halt zu stark war in CSGO gefühlt. Konnte die nichts. Auf Distanz jetzt auf einmal ist die Glock richtig stark hier in CS2. Deswegen, schönes Ding. Bonusrunde für Attex mit 2 MP9s. Wir sehen drüben die 5 AKs. Deswegen jetzt eine kritische Runde für Attex. Jetzt Daumen drücken und vielleicht gleich den ersten Contact gegen MMS gewinnen. Wenn Orzek hier vielleicht sich noch ein Stück weiter vortraut. Auf der anderen Seite ist es der Push mit 3 Leuten oder mit 2 Leuten Richtung B. Kurz. Man ist ready mit Goody und Perks. Überall ist eine etwas schlechtere Waffe und eine etwas stärkere. Die Molle und Smoke hält man erstmal auf. Jetzt sieht man einen Boost. Der wurde da gemacht. Ich weiß nicht, ob Mango jetzt was sehen kann. Den Boost löst man erstmal auf. Was natürlich wieder gut ist für uns. Und jetzt geht's nach oben. Regan gegen Freeze. Freeze an der MP9. Freeze das Timing. Freeze muss den Frag machen. Komm schon, oben rechts, gib mir das Frag. Oh, hinter ihm, Double Frag. Oh mein Gott, Panix wird einfach überrannt. Bitter. Orzek, was für ein Play jetzt hier von Orzek. Der ist gambelt hier. Der spielt hier mit den Gegnern. Oh mein Gott, bitte, bitte rechts. Oh, unglücklich für ihn. MMS ist close. Checkt hier nochmal die Ecke, als wenn man es gewusst hätte.
und Attacks nur noch zu zweit und die Runde sieht fast verloren aus. Die Frage ist halt, wird sich Viperio selbst vergambeln, indem sie sagen, sie gehen jetzt Richtung B, machen sie aber nicht, weil Zodi checkt jetzt erstmal alles aus. Und vielleicht gibt es für Goody jetzt hier nochmal eine AK for free. Das ist gut. Damit könnte man sogar mal an die Retake rangehen. AK reinladen, über Z-Gang hoch und los geht's. Oder will Attex direkt safen? Attex geht safen, glaube ich. Also ich weiß nicht. Die Views hat man auch nicht. Also ich denke, dafür ist man zu weit weg. Wenn sie wüssten, wie viel AP der Gegner hat, wäre es nicht schlecht, aber so. Voll in Ordnung. Nimmst die beiden Waffen mit. Es war die Bonusrunde. Es war in Ordnung. Man hat Schaden gemacht. Alles gut. 9 zu 6. Viperio kommt ran. Nächste Runde. Ganz, ganz wichtig für Attex natürlich. Freeze. Ozek und Goody. Mit Geld. Perks kann auf jeden Fall auch legen. Beziehungsweise Goody. Könnt ihr hier auf jeden Fall ganz... wobei es nicht reicht nicht. Ne? Es sind nur 4. Ach doch, eine Hero AWP für Penex könnte kommen. Ich glaube, die werden die AWP droppen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass hier eine AWP reingedroppt wird. Für Ozek. Für Penix. Von Goody. 4-8. Passt. Passt vom Geld. Aber mal gucken, ob ich recht habe oder nicht. Kommt aufs Geld. Bei Goody. Was macht man? AWP ja oder nein? Oder macht man nochmal eine kleine Hero Echo? Ne, man geht rein. Da kommt die AWP direkt von Goody. Starke Aktion für Penix. Für den Bro. Und das ist eine sehr, sehr starke Waffenrunde jetzt hier von Attex. Sie müssen sie natürlich auch holen, ansonsten sind sie definitiv broken. Aber können dann direkt in die Full Echo gehen. Beim Stand von 9 zu 7, beim Stand von 9 zu 8 dann wahrscheinlich, kann man wieder reinkaufen. Also, Daumen drücken für Attex. Die wollen natürlich den 10. Punkt machen. Wäre natürlich nice. Die Rande kommt etwas zu spät. Penix wird getroffen. Ist aber egal. Aber irgendwie wird Schaden gemacht gegen Padito und MMS, weil die pushen hier kurz durch. Hat man nicht auf dem Schirm Padito mit einer Mega-Position. Bloß aufpassen. Die Sandsäcke hat man nicht gecheckt. Hat man nicht auf dem Schirm, dass er schon so weit vorne ist. Freeze. Goody zieht zwar schon ab, aber es wird jetzt echt gefährlich. Dieser eine Spieler hoffentlich kann ja keinen Impact bringen. Der Rest ist ja alles hier komplett beim Brunnen. Richtung A unterwegs. Da wartet halt nur Penix. Nur Penix. Ganz weit weg. Jetzt im Duell gegen Mango. Wenn er den jetzt holt, wäre schon mal ein gutes Zeichen. Und Penix zieht sich zurück, weil er hat keine Infos auf der Banane. Jetzt kommt erst verlate Ozek. So bitter natürlich für Penix, dass er sich jetzt hier zurückziehen musste auf lang. Tees können einfach machen, was sie wollen da gerade. Und ich weiß nicht, man denkt, es wird der B-Spot oder was? Jetzt geht man vor für Info. Sandbags immer noch nicht gecheckt. Padito immer noch unbekannt. Offensiver Play von Ozek, glaube ich. Der geht nach oben. Jetzt rotiert man wieder zurück. Was auch immer. Was? Was spielt Viperio jetzt mit uns? Man geht jetzt doch Richtung B-Spot. Was spielen die? Keine Ahnung, was hier abgeht. Attex lässt sich davon nicht beirren. Die bleiben die ganze Zeit eisern auf dem B-Spot. 4 Männer jetzt sogar da. Das könnte für Viperio komplett nach hinten losgehen. Keine Ahnung, was hier kommt. Nichts passiert. Nichts. Komplett Attex ist ready. Perks ist da. Perks nimmt den ersten. Perks und Goody mit dem zweiten. Jetzt gibt es so viel Schaden. Padito ist da. Man dreht sich weg. Aber es ist Perks mit noch einem. 2 gegen 2. Irgendwie kommen sie durch. Von kurz. Weil Padito close steht. Aber Ozek mit dem nächsten Frag. Und die 4 Sekunden, die reichen nicht mehr. Das war's. Penix kann sich verstecken. Das ist die Runde für Attex. Aber das war trotzdem sehr teuer. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass so viel Schaden noch ist. Aber es war die Position von Padito. Die ganze Zeit hinter den Sandbags. Hat richtig viel gebracht. Beim B-Spot auf kurz. Ganz crazy. Am Ende aber kriegen wir die Doppel-Digits. Wir kriegen die 10. Runde. Und müssen leider in Farmers jetzt gehen. Aber, boah, crazy. War mir doch ein Tick zu knapp, als ich dachte. Vielleicht kann Penix jetzt hier was machen, aber die Position war nicht optimal. Zieht auf Kante. Mango kommt. Ich hoffe, Penix siegt und nimmt Zodi raus. Okay, Zodi ist es halt, der fällt. Auch von Ordnung. Wieder Padito, schon wieder in den Sandbags. Irgendwie seine Position. Immer nutzt er das auch sofort, da vorne zu sein. Und kann damit natürlich Informationen rausholen, so ein bisschen, dass da keiner hier gerade vor Offensiv geht und checkt. Aber Attex erstmal personell im Vorteil, im Leichten. Also Daumen drücken für Alternate. Irgendeine Info vielleicht schon für den A-Spot. Ich glaube, hier Ozek macht nur Informationsjumps eventuell Richtung lang. Panics chillt, zielt ab Richtung Banane. Und vielleicht kriegen wir jetzt gleich nochmal die In-Eye drüben vom A-Spot, von den CTs, weil da geht's lang. Ozek jumpt die ganze Zeit, ihr seht's, laut X-Ray. Dadurch wissen wir Bescheid. Und gleich kann es hier in Contact gehen. Panics jetzt auch gleich ready.
Eine Rotation wäre natürlich gut. Vermissen einem Spieler schon mal. Kurz wird irgendwie nicht gecheckt. Eine Molle fliegt da auch nicht hin. Richtet die Sandbags. Aha. Hier drüber. Freeze wird gleich rotieren. Nein, jetzt. Sein Ernst, hat Arsek jetzt gar nicht mehr gecheckt da gerade. Heftige Nummer. Penix verschießt natürlich auch nicht so schlimm. Der zweite Ansatz, der trifft auf jeden Fall. Bombe rotiert schon wieder Richtung B. Jetzt muss aufpassen. Niemand wird gezeigt. Niemand wird gesehen. Perdito ist noch nicht gefallen. Der ist immer noch. Der rotiert wieder Richtung Monster. Jetzt müssen wir wieder rüber rotieren. Wir sehen, Freezy ist wieder da. Ist wieder oben am Window, denke ich, hier. Am Balkon. Perdito mit der Tech 9 möchte durchpushen, versucht was zu machen. Die Smokes liegen. Gordy mit dem ersten. Schönes Ding. An Perks ist vorbeigerannt. Man überrennt natürlich in dem Fall Gordy, aber trotzdem weiß man nicht, dass noch einer in den Sandbags ist. Perks mit, kann auch kein Frag ziehen. Das ist Freeze mit dem nächsten. Und jetzt wird es gefährlich, aber Perdito fällt. Hat keine Chance gegen Freeze. Mit dem Double Frag. 11 zu 6. Attacks mit der nächsten Runde. Und damit schickt man ohne Plan definitiv Viperio in nur Pistol Rounds. Keine Akame wie gerade eben noch. Super wichtige Runde. Super clean. Eigentlich doch super clean am Ende. Man hat es super gut unter Kontrolle gebracht. Attex jetzt eigentlich mit einem richtig starken Vorsprung die Runde holen. Dann hast du 6 Matchbälle, den Sack zuzumachen und dann am Ende 2-1 zu stehen in der aktuellen Gruppenphase. Und dann braucht man morgen, denke ich mal, nur einen einzigen Sieg. Einen einzigen. Man ist im Halbfinale Richtung EPL. Den Top 4 von 6 Teams. Deswegen, belieben, Daumen drücken. Wieder Perdito abgestellt am B-Spot. Und der Rest über die Banane. Wir sehen es hier, Zodi. Mit seinen Mates. Mit MMS. Und Mango. Man hat aber nur Pistols. Aber die Deagles können gut scheppern. Muss man echt aufpassen natürlich wieder mal. Aber wir haben Rotation. Wir haben auch schon Goodie da. Pelex ist ja schon gefallen, den sehe ich gerade. Oh, noch eine Stelle von Zodi. Jetzt nicht die Pistol verlieren. Oh mein Gott, Goodie mit dem wichtigen Frag mit der AWP. Wann noch einziehen. Lang braucht man Support. Goodie verschießt, aber von der Seite kommt der Spray von Arzek. Arzek aber nur einen. Goodie macht den No-Scope. In der Quick macht er nicht. Die Deagles schellern rein. Das kann doch nicht sein. So bitter. Perks, wo bist du? Geht safe hin. Unfassbare Deagle-Schellen. Ganz bitter. Ganz bitter für Attex. Das ist echt schade. Ganz, ganz schade eigentlich hier für die Jungs. Ich glaube, die sind damit selber nicht zufrieden. Aber ist halt CS, ne? Und die Deagles hier in CS2, die hauen auch nochmal anders rein. Kannst du nichts gegen machen. Wir können nur die Daumen drücken. Wir können nur dran glauben. Dass man jetzt nicht irgendwie in den Tunnel kommt. Man sieht die Forcen rein mit der einen Hero M4 von Perks. Vielleicht jetzt aber irgendwie die 12. Runde klar machen, bevor Viperio irgendwie krass weiter nach vorne kommt. Deswegen Daumen drücken für die Jungs, für Attex. Viperio gerade mit dem Vormarsch und hat sich gerade auf jeden Fall das Momentum geklaut mit den Deagles. Aber ein schöner Play jetzt eventuell. Dann geht's nach vorne. Oh, Schaden gemacht, aber hier 3 Männers gegen 2. Man gewinnt es zwar, das Duell. Am Ende aber auch die Verluste bei Attex groß. Und Panix viel, viel Leben kassiert. Und vielleicht kann man aber jetzt diese Verwirrung ausnutzen. Freeze wurde gesehen. Perdito rausnehmen. Freeze muss Duell gewinnen. Wäre natürlich super. Rotiert wieder weg. Die Granate kommt. Aber Freeze hat es auf dem Schirm. Gut gelesen. Und jetzt kommt Goodie da. Goodie macht den Frack. Ganz starkes Ding. Jetzt kommt dieses Chaos rein ins Spiel. Ganz, ganz miese Nummer für Viperio. Freeze Contact auf MMS. Wenn Freeze dieses Duell gewinnt, wäre es natürlich perfekt. Freeze, mein Bester. Du siehst den schon kommen, aber MMS mit der besseren Waffe und besseren Position. Oh, schade. Wieder Contact-Probleme. Wieder Probleme. Ich hoffe natürlich. Ich hoffe, meine Lieben, wir gewinnen diese Runde. Wenn wir gleich den Stream wieder haben, dass es dann 12 zu 7 steht. Drückt die Daumen zusammen. Keine Ahnung. Es ist ein 2 gegen 2. Panix, ne? Panix war ganz schön angeschlagen. Goodie auch. Vor dem kaum noch Leben. Drückt einfach zusammen die Daumen. Drücken wir hier die Daumen. Dass es klappt. Das ist. Das wäre ganz super nice, wenn wir jetzt gleich ins Spiel kommen und man steht 12 zu 7. Boah. Der leichte Zitterer kommt durch gerade, muss ich ehrlich sagen.
Bin ein bisschen nervös, weil ich habe Angst, dass man es am Ende vergambelt. Ein bisschen verspielt das Ganze. Das wäre echt bitter, muss ich sagen. Ich hoffe es nicht. Und ich denke mal, der Livestream wird gleich wieder da sein. Also der Stream ist ja da von der Pro League. Wer sich auf Englisch angucken möchte und nicht mich angucken möchte, der läuft auch alles auf Englisch, wer Bock drauf hat. Aber es geht anscheinend wieder rein. Ah! Und wir haben Pech gehabt. Wir haben leider Pech gehabt. Ganz bitter, 11-8. Die Runde haben wir nicht geholt. Es wäre es gewesen. Fullman Stack hier auf lang. Und Viperio wartet da schon. Vermutet hier eventuell schon irgendwas. Aber vielleicht bleiben die Jungs geduldig und stacken da einfach komplett. Und ein einziger Spieler geht alleine rein. Und dann kommt noch ein zweiter. Und ein dritter. Und wir knallen die alle über den Haufen. Wäre natürlich mega gut. Man wird da vorne keine Molle werfen. Maximal eine Flash. Und dann wird man reinlaufen, denke ich. Mango zieht natürlich noch ab. Hofft natürlich, dass irgendwas kommt. Daumen drücken. Vielleicht kann Etex irgendwie so agieren. Mango zählt immer noch ab. Das ist so heftig, wie lange Mango hier was macht. Jetzt kommt die Flash. Niemand kommt. Zieht sich zurück. Man weiß halt nicht, wo man hingehen möchte. Man ist noch auf keinem Spot irgendwie angekommen. Man hat gar keine Informationen. Und jetzt ist das Timing gut. Jetzt kriegt man mit, dass da was abgeht. Und der Train geht in Bewegung von CTs. Von Etex. Sie gehen jetzt in den Rücken. Wenn man jetzt Gas geben würde, wäre es natürlich gut. Man geht aber Richtung Z-Gang. Schade eigentlich. Stark. Ja, Fingerkreuzen ist nicht gut. Freeze hier mit der USP. Komm schon. Ah, gewinnt man ja das Duell. Jetzt will man Sony haben. Jetzt will man diese AK. Diese AK wollte man auch unbedingt. Ist auch in Ordnung. Kann man safen. Die Runde ist weg. Aber eine AK rauszubekommen, ist schon ein sehr gutes Outcome. Vielleicht nochmal ein Exit-Frag. Wäre auch nochmal geil. Aber overall wird es jetzt 11-9 stehen. Dann haben wir wieder Waffen. Und dann müssen wir unbedingt diese Waffen... Dann müssen wir unbedingt holen, die Waffenrunde. Unbedingt zum 12-9. Das wäre so wichtig. 3 Matchbälle wären es dann. Dann können wir Gas geben. Vielleicht ist dieser AK genau das, was wir brauchen. Panics nochmal mit einer Flash? Oder was? Hat sogar eine noch. Wirft nochmal eine rein. Fürs Wasser. Aber da ist halt niemand mehr. Timing natürlich verpasst. Aber woher sollst du es auch wissen? Und dann gibt es die Frags. Und die Runde geht an Viperio. Genau. So wie Mario, chattet gerne rein. Spammt das Logo von Etex jetzt nochmal ein bisschen. Wie immer, Genki-Dama-Modus. Dieses Best of One noch irgendwie zurückholen. Auf jeden Fall. Wir sind ja nicht hinten, aber... Wir brauchen euch. Wir müssen belieben. Wir müssen Gas geben. Zusammen. Ich auch. Etex, diese eine Runde. Und dann nochmal eine Schlussrunde. Und dann ist es nice. Dann können wir hier wirklich alle zufrieden schlafen gehen. Also Daumen drücken. Dass Etex jetzt hier performt. Oh, das, komm schon. Treff doch einfach durchs Holz. Und gib hier ein paar Banger ins Gesicht. Leider passt es nicht. Ganz, ganz bitter. Egal. Weiter ein bisschen gamblen. Panics hat nur die AK, hat keine AWP. Vielleicht kann er mit dieser AK jetzt gleich snipen. Einen Flick nach drüben, aus Timing gegen Zodi. Oh, wie offen er gerade ist. Oh, Junge, Junge, ich hab Angst. Zodi kommt vor. Panics mit Informationsjumps, jetzt läuft er gerade rüber. Oh mein Gott, Panics. Du machst mich fertig. Du hast gerade richtig viel Glück, Junge. Oh, jetzt hat er den Spieler gesehen. Jetzt gibt's die Rotation von Freeze nach oben. Die Imperio macht's auch ganz schön oft so, dass man sich zeigt und dann rotiert man wieder auf den anderen Spot. Spielt man sehr oft hier auf der Map, was auch die Map anbietet. Aber diesmal vielleicht jetzt nicht. Und Avsek auch eigentlich den richtigen Play gehabt. Aber die Timings gerade für den Gegner. Und das in den letzten Sekunden hier. 40 Sekunden, meine Lieben. Da muss der Execute kommen. Und der sieht so aus, wenn es der A-Spot wird. A-Spot für Viperio. Kann man das Ding aufhalten. Panics mit der langen Smoke. Nochmal eine Flash rein. Man kann erstmal ein bisschen was machen. Panics muss aufpassen. Überall liegen Sachen. Und zum Glück sind die Gegner auch Flash. Die wissen genau, wo Panics steht. Schöner Spray von Avsek. Der macht den 2K. Freeze mit dem nächsten Play. Es geht durch die Smoke durch. Panics mit dem Play durch die Smoke. Ist super wichtig. Mango mit dem Frag. Und dann ist der Double Frag von Panics. Panics holt die Runde für sein Team. Ganz starker Spielzug hier. Ganz starker mit der Smoke. Ganz stark. 12-9. 3 Matchbälle für Etex.
So muss das sein. Der Gegner hat natürlich genug Geld gehabt. Kaufen natürlich schon mal rein. Deswegen, wir facen hier ganz klar nochmal eine Waffenrunde. Aber jetzt haben wir auch die AWP bei Panics. Der steht relativ offensiv. Passiv, offensiv, wie auch immer man es sehen mag. Alles gut. Oh, hier Regan shottet gegen Freeze. Attack, Panics hat, glaube ich, einen Schuss probiert, aber hat niemanden getroffen. Man steht wieder relativ passiv. Oh, die Granate könnte gut kommen. Oh, er trifft MMS massiv. Junge, hat die Schaden gemacht. 60 Schaden gegen MMS. Das ist sehr gut. So eine Kleinigkeiten könnten am Ende das Ding bringen. Auch wenn Panics das daneben schießt. So nur ein Streifschuss ist MMS raus. Würde ich natürlich gönnen. Und wir sehen, es soll wieder Richtung A gehen. Für den Langspot. Kleine Flash, um vielleicht hier sofort zu täuschen, als ob da jetzt jemand gleich vorgeht. Die Bombe noch weit hinten wird jetzt aufgehoben. Und der offensive Play von Panics. Oh, der wird vielleicht gleich bestraft. MMS super offensiv. Wenn sich MMS jetzt zeigt, da kommt die Smoke. Panics kann jetzt hier vielleicht gerade einer Smoke noch vorbeikommen. Zum Glück für ihn, Azek, auch in der Unterstützung. Und es soll er lang sein. Plus Banane. Und wir haben die Rotation. 3, 4 Leute sogar da. Keine Ahnung. Panics hat den Spieler gesehen. So die abzielen, so die rausnehmen. Oh mein Gott. Das ist super gut gemacht jetzt hier. Panics Nummer 1. Panics sieht ab auf Kante. Weiß, dass Soli da ist. Der Execute macht man. Und man rotiert nochmal rüber. Oh mein Gott. Jetzt muss natürlich Perks das Frag machen. Perksy. Perks, dreh dich um. Perks mit dem Frag, bitte. Oh mein Gott. Das Timing ist perfekt für Perks. Mach den erst. Damit weiß man, dass es das natürlich nochmal der andere Spot ist. Aggressiver Play an der Banane. Perks noch ein Spraydown. Ah, kein Frag für ihn. Aber Panics. Artig da. 13-9. Plötzlich ist es vorbei. Was war das denn? Was für ein Klatsch. Alter, das ging aber schnell. Das ging aber richtig schnell. Ich war da so im Tunnel. Bup, bup, bup. Und da war es vorbei. Richtig starke Runde zum Schluss hier. Da hat es nur so gescheppert beim Gegner. Und Attex gewinnt 13-9. Mann, ist das nice. Sehr wichtig. Damit hat man 2 Siege und 1 Niederlage. Und ist damit echt gut reingestartet in diesen Tag 1. Morgen geht's weiter. Tag 2, ich weiß gar nicht genau wann. Ich glaube 18:30 ist das zweite Game. Wahrscheinlich 17 Uhr dann das erste Game. Wer Bock hat, das erste Game kann ich auf jeden Fall übertragen. Das zweite dann nicht, weil ich am anderen cast. Aber mega nice Ding. Attex damit auf jeden Fall weiter. Also auf jeden Fall weiter ist noch übertrieben. Aber einen Sieg muss man auch holen gegen einen der Gegner. Und dann ist man, denke ich mal, ganz klar hier in dem Halbfinale. Und das wäre natürlich super. Man muss irgendwie nur in die Top 4 kommen. Und dann ist es alles nice. Ja, wir können ja mal F5 drücken, ob schon welche Ergebnisse noch weiter da sind. Ne, noch keine weiteren da. Also jedenfalls auf der Seite von HLTV. Heftig. Mega stark. Guild Eagles hat schon gewonnen. Nochmal. Die stehen 3-0. Oder? Ne, die haben eine Niederlage bekommen. Krass. Also auch da wieder. Niederlage und Siege. Also sehr, sehr interessant. Hier kann ich es nochmal zeigen. Vielleicht geht es schnell genug. Hier halt TV zeigt es. Viperio hat 3 Spiele auch gemacht. Attex auch. Guck mal. Es sieht sehr gut aus. Ja, aber trotzdem noch 2 Spiele. Alles ist noch offen. Einen Sieg sollte man sich noch holen. Sollte man wirklich machen. Das ist ganz wichtig. In dem Sinne. Danke fürs Reinschauen. Bis morgen dann um 17 Uhr. Auf jeden Fall am einen Cast übertragen wir, den zweiten Cast muss man dann wahrscheinlich auf Englisch gucken, außer noch irgendein anderer deutscher Streamer ist da irgendwie drin. In dem Sinne, habt eine gute Nacht, schlaft gut, danke, dass ihr dabei wart und bis bald, euer Albi. Ciao, ciao.